Zwingelstein holt sich die Kette. Damit hätten wohl nur die wenigsten gerechnet und schon gar nicht Eva Maria Zwingelstein selbst. Als Gesamtvierte ging die 29-Jährige in den Endlauf zur Perlenkette. Mit starken Nerven ritt sie zum Sieg und holte sich das begehrte Schmuckstück, ließ dabei die Favoritinnen Cindy Klinkenberg und Esther Ruth Weißmeier hinter sich. Paradise muss hart arbeiten. Mehr tun als gewünscht musste am Donnerstag die von Waldemar Hicks trainierte Karlshoferin Paradise, was auf der 1900 Meter Distanz als lockerer Aufgalopp für den Dubai Gold Cup gedacht war, entpuppte sich als hartes Stück Arbeit für die Stute, die am Ende aber dennoch gewann. Nun wolle man sehen, wie sie das Rennen verkraftet hat und entscheidet dann, ob man nach Dubai reisen wird. Wieder große Pläne mit Katsio. Er ist wohl das beste Hindernispferd Deutschlands. Der von Pavel Vucenko trainierte Katsio, der im vergangenen Jahr mit dem Sieg im Gran Premio di Merano zum Gruppe-1-Sieger avancierte. Wie Vucenko anlässlich der Sportwelt-Stallparade bekannt gab, steht die Titelverteidigung in Meran ganz oben auf der Agenda des Königstigersohns.